Willkommen zurück zu Robin Hood Sherwood Builders. Und wir machen noch mal ein bisschen weiter, würde ich sagen, oder? Wir müssen ein bisschen was essen. Gerstenbrötchen. Warte mal, hier haben wir Käse, den essen wir doch jetzt. Kropf, kropf, kropf. Und dann gleich nochmal. Ein bisschen wenig. Warte mal, das Wasser hatten wir auf der. Nee, das ist kein Wasser. Warte mal, haben wir gar kein Wasser mehr? Doch hier, vier. Hier ab vier. Ah. Dann füllen wir hier gleich mal die Flaschen wieder auf. Drei. Sehr gut. Zudem würde ich sagen, hauen wir ein bisschen Krempel hier ins Dorflager, damit wir zum einen ein bisschen Platz haben und die Leute natürlich zufrieden sind, ne? Die sagen auch so, ey, wir brauchen noch... Ach, warte mal, wir müssen das hier upgraden. Ein Slot nur. Das ist frech. Ja, Salz, nee, das nehmen wir mal mit. Drahtbogenseher, die nehmen wir vielleicht mal lieber mit. Farbe, Rehfell könnt ihr hier behalten. Hanf, Schilf, bitte bedient euch, Leute. Kiefernharz ebenfalls. Den Rest. Oh, hier haben wir doch noch ein bisschen mehr, als ich dachte. Geräucherter Lachs. Reparaturwerkzeuge. Truhe des Lehrlings. Gut, die können wir gleich nutzen. Steinspitzhacke. Guck mal, die kann hier rüber. Met kannst du auch mal rüberhauen. Mehr Platz haben wir leider nicht. Steinhalskette. Zahlte Münzen 300. Ja, ich scheue keine Kosten hier. Gut, uns fehlt hier Fleisch, aber ansonsten passt das soweit. Jetzt gucken wir mal eben, was haben wir denn hier? Ziehe ihn auf einen Gegenstand für ein Upgrade. Ach, warte mal. Ebenfalls auf einen Gegenstand. Für ein Upgrade. Ja, okay. Was ist das hier? Reparatur. Hier ebenfalls Reparatur. Die Sachen, da bin ich jetzt gar nicht sicher. Hier oben sehen wir so einen kleinen Strich. Ist das schon... Ist das alles durch im Grunde? Na, das kann ich damit nicht reparieren. Nee, das ist was anderes. Ich glaube, das beschreibt die Qualität, ehrlich gesagt. Ja, aber das ist doch jetzt okay. Wolfsfell. Ah, das würde ich alles gern loswerden irgendwie. Wir haben noch unsere eigene Truhe. Im Grunde so ein Händler, ne? Der irgendwie. Ah, hier haben wir auch noch Krempel. Eieieiei. Wo soll das denn alles hinführen? Schmalz. Die Kette hauen wir auch mal weg. Vielleicht finden wir ja noch irgendwie einen Händler oder sowas. Salz, Wein, das kann alles rüber. Wir gehen hier los und looten ein bisschen. Schaut mal hier, der Apfel kann dahin. Und dann würde ich vorschlagen, besorgen wir... Ah, wir haben 28 Schuss, das passt eigentlich. Hier, den Baum schnappen wir uns noch. Weiter. Das dauert schon echt lange, ne? Hölzerner Pfeil. 40. Das muss genügen. Was ist das denn hier? So, wir schauen mal eben. Ach so, was haben wir denn hier? War das nicht Little John, der hier da machen und tun war? Schaut mal hier. Der ist ganz fleißig. Not me. I'm hurting all over, Robin. It's good to see you too, John. What happened? Oh, something snapped in me back. I can barely bend down. But that must be normal at your age. Marion will make you a bomb for it. At my age? You've forgotten about our meeting on the bridge or what? You don't forget a blow like that. Although, I have been managing better in fights since then. Couldn't be any other way with a teacher as excellent as me. You fancy a little adventure? And a friend as excellent as you, John. What adventure do you have in mind? Nothing epic. A few thugs wanted too close, and need to have their faces caved in for it. You ready to teach them a lesson?
I'll show you where they are. I'll gladly warm up my bones, and you be sure to mind yours. Excellent! Thief are going to fly. Let's meet at the edge of the village. Okay. Dann verteilen wir mal ein paar Schellen. Die Leute sind zu nah gekommen, ist halt auch so. Warte mal, wo denn? Halt, stopp. Aktive Quests. Hier, das hier. Quest verfolgen. Da hinten. Ich glaube, hier kommen wir gar nicht raus. Ach doch, hier kommen wir raus. Wo sind sie denn, die Schurken? Oh, sag mir nicht, dass der jetzt da oben wartet, ne? Wahrscheinlich schon. Wie machen wir das denn? Ah, hier geht's rauf, sehr gut. Da oben sehen wir ihn schon. Finally, you're here. I'm the one with sore bones here, not you. I saw a camp in this area. You're fiendishly fast for such a bruiser. What is this camp? Regular thugs, but they can cause trouble if they find us. Besides, saw them hiding something in the hollow tree. Now you have my attention, John. No time to waste. Let's get moving. First things first. Sneak up to the guard there. He's watching the camp and he doesn't look tougher than you, so he shouldn't have a problem. All right, I'll hide in the grass. This'll be easy. Wo sind wir denn? Ach da, ah, der steht direkt am Rand vom hohen Gras. Da habe ich ja Glück gehabt. Vielleicht kriegen wir jetzt so eine Stealth-Attacke. Weil wir wissen, die sind super aufmerksam. Die sehen einen aus 17.000 Metern Entfernung. Jetzt schauen wir mal. Oh oh. Töte den Feind, einen Feind durch Schleichen, ja, tatsächlich. Ja, das ist ja schon mal eine neue Mechanik, die hier sehr willkommen ist, finde ich. Ja, wäre jetzt linke Maustaste oder? Ja, okay. Für die Armen. Erlangter Gegenstand. Sack voller Münzen. Little John, Little John, ich habe ihn getötet. Das hast du gut gemacht, mein Freund. Warte mal, ist ein Peter Maffay. And that's how it's done, old timer. I'll admit, not too bad. Though I would have packed a bigger punch for it. I've no doubt about that, John. Maybe you'll demonstrate that bigger punch on some other brigands. I can barely move with this here back. You're trying to do me in? Take care of him and come back to me. Besiege das Lager, das das Dorf bedroht. Sieh nach, was die Banditen im Baum versteckt haben. Sprich mit Little John. Little John, meint er wohl. Müssen wir mal eben schauen, wo hier noch wie viele rumlungern. Wir nutzen natürlich das hohe Gras. Ach, da drüben. Da können wir sie schon sehen. Das sind einige. Mir wäre es natürlich ganz lieb, wenn wir davon wenigstens einen noch irgendwie schleichend erledigen können. Aber das sieht fast nicht danach aus, als käme ich daran. Warte mal, was war nochmal die Jägersicht? R. Nee, das bringt mir bei Feinden nichts. Oh, was ist das denn da? Kuckuck. Was geht denn da ab? Das kann ich beschießen. Ich muss mal eben schauen. Und da ist der Baum, ganz offensichtlich. Ja, doch, den da unten könnten wir uns noch schnappen. Wir sehen, der stromert da so ein bisschen rum. Vielleicht geht sein Pfad... Nee, der geht gleich wieder zurück, glaube ich. Sonst hätte ich gesagt. Wir bleiben hier. Gucken wir mal, ob das eine gute Idee ist oder ob das überhaupt nicht passt. Oh, links. Ja, zu spät. Aua. Oh, ich teile ja richtig aus hier. Aua. Hau mal ab. Kommt hier rüber, da wo ich euch sehen kann.
Den haben wir jetzt. Den haben wir noch nicht. Weg. Komm her, du Otto. Zack. Das war der letzte Tag auf dieser Erde. Auf dieser Erde. Achter Level. Oh, Level 1, aber eine gute Verteidigung. Bringt ihm aber nichts. Kopf ab. Türschlüssel. Ruf in Barnsdale. Wo sind wir denn jetzt? Ah, das steht hier jetzt leider nirgendwo, ne? Dafür müssen wir die Quest, okay. Wäre cool, so ein kleiner Punkt, wo immer Barnsdale oder der Ort halt steht und dann der Ruf und nicht erst mit der Quest verbunden ist. Das wäre noch ganz nett damit, weil das ist ja tatsächlich das Gesamtziel des Spiels, das zu erhöhen. Dann kann man ja irgendwie das da irgendwie, das kann neben dem Kompass ganz klein stehen. Oh, das sieht schon ganz nett aus, ne? Mit dem Baum hier so. Aber wir haben mal einen Schlüssel erhalten. Ganz unauffällig. Wir verstecken es im Baum, aber wir machen eine Tür davor. Zeig mal. Gestohlene Gegenstände. Warte mal, muss ich die jetzt abgeben an den Vogel da? Ja, scheinbar. Von denen man nicht weiß, wem sie gehören. Die Gegenstände sind alle durch Mehl verschmutzt. What? Dann gehören sie möglicherweise dem Schmied, weil der arbeitet ganz viel mit Mehl. Oh, wenn das nicht schön ist hier, dann weiß ich auch nicht. Können wir was kochen? Nee, ne? Wir haben immer noch kein Fleisch, ja. Ich war immer noch nicht jagen. Was ist das hier? Stumpfe Spitzhacke. Besser als Steinspitzhacke. Schauen wir mal, die haben doch bestimmt noch ein bisschen was hier rumzuliegen. Sack voller Münzen, ganz klar. Den legt man auf so eine Bank. Eine gute Zwiebel. Und hier haben sie ihre Opfer getötet. Oh, was ist das? Gerstenbrot. Das ist tatsächlich so eine Sache, wo ich jedes Mal immer fasziniert bin und irgendwie so richtig fasziniert von so Handwerksarbeit bin, ist, wenn ich so ein Laibbrot sehe, so beim Bäcker, so ein richtig schönes Krustenbrot, so das mag was ganz Einfaches sein irgendwie, aber ich denke dann jedes Mal, ach, schön, dass es das gibt irgendwie. Schön, dass es Leute gibt, die sich um sowas kümmern und sowas machen. Das ist sowas Schönes irgendwie. Was hat es hiermit auf sich? Ach, das ist eine Ablenkung wahrscheinlich, ne? Okay. Blut getränkt war der Teich. Oder? Sieht das nur so aus? Nö, ich glaube schon. Was hat es hiermit auf sich? Was soll dies sein? Können wir das abhauen? Typisch Mensch, ne? Oh, es ist wunderschön. Können wir es zerstören? Wir sind so krank, Leute. So, Big John, Little John, da bin ich wieder. What did those doges hide in there? Looks like loot from a theft. Some gold, some jewelry, everything covered in flour. Find out who this could be, John, and return it to the owner. I'll have a look around the area as soon as I feel better. By the way, do you ever miss our looting days? Remember how one time you had me put on a frog and... Well, I myself pretended to be blind to fool the sheriff. Yes, I remember. Good times, John. By God! He was howling mad like a wolf when he figured out how we duped him. Could still hear him from a league away and got a bit of gold while at it. Maybe we'll pull off something like that again. Right now, it's time to look after the village. You grow ever more reasonable with time, my friend. But you're right. We'll meet back home. Ein Andenken von Little John. Oh, 9% haben wir jetzt. 40 brauchen wir. Zeig mir her. Hier haben wir jetzt nichts Besonderes mehr dabei. Ansonsten
Salbei, Balsam, Energie in einer Zeitspanne von 45 Sekunden 100%. Teer wird aus Holzharz hergestellt, einer zähflüssigen und schwarzen Substanz. Hat einen sehr starken Geruch, vielfältige Verwendungsmöglichkeiten. Standort Händler, Konstruktion. Warte mal, haben wir einen Händler bei uns? Wir gehen mal eben zurück. So, mach's gut, ne? Wirf den Baum nicht um. Ich überlege gerade, hatten wir einen Händler bei uns? Weil die das so sagen, wir haben das Dorflager. Weil ich habe ja auch so eine Halskette und so. Ich meine, ich würde schon gern verkaufen. Zeig mal her. Sag nichts. Wir gehen jetzt hier schön zum Trödler. Zum Trödeltrupp. Hier ist er, ne? Hallo, aufstehen. Nice weather we're having. Das Angebot des Händlers. Gips, Mörtel, Bambus, Farbe. Oh, Bambus. Kostet 54. Rostiges Schwert. Gewöhnliches Schwert. Schaden 10 bis 15. Schaden 21 bis 27. Ja, ist völlig klar, oder? Knoblauch, Gerstenmehl, Huhn, Käse, Apfel. Mein Angebot. Hatten wir nicht diese Kette hier? Ach, die habe ich bei mir ins Lager getan. Warte mal, was bringt denn ein bisschen was? Teer zum Beispiel. Obwohl, ich bin fast sicher, das brauche ich noch, ne? Steinbeil, Steinspitzhacke zum Beispiel. Das kann weg. Gewöhnliches Schwert, Steinbeil, ja. Das Gerstenbrot, was hier ein bisschen komisch aussieht. Also davon habe ich nicht gesprochen, als ich meinte, dass ich das schön finde. Zwiebel. Komm, hau mal die Farbe raus. Piniengeräucherter Lachs. Ja, das bringt alles nicht so super viel, ne? Hier der Balsam. Haben wir noch einmal. Und so können wir ohne Kapuze. Kleinen Moment, ich hol mal kurz die Kette, ja? Nicht einschlafen. Vielleicht haben wir noch andere Sachen, an die ich mich gerade nicht so ganz erinnern kann. Aber ich bin der Meinung, wir hatten hier diese Steinhalskette. Und ansonsten ist hier, ja, das Wolfsfell vielleicht. Wir schauen mal. Und dann haben wir im Dorflager ja noch das, die Rehfelle. Is there anything you need? Hör zu, mein Freund. Sprich nicht weiter. Ich habe für dich 90. Zack. Wolfsfell. Ebenfalls 90, Leute. Was ist denn los? Gegengift. Ja, haben wir nur einmal. Das verkaufe ich lieber nicht. Das brauche ich mit Sicherheit noch. Jetzt haben wir aber doch recht viel Krempel hier drin. Wir hauen mal... Ach, da ist er ja wieder. Wir hauen mal das Essen hier rein. Das Käse, ne? Gib mir mal den Draht. Das Rehfell, jetzt weiß ich ja, dass ich das verkaufen kann. Aber Nahrung sieht soweit ganz gut aus. Pinie und Pinie können wir stacken. Ach, Buche ist das. Und das ist einfach nur ein Stein. Das ist maximal 10, okay. Ja, dann gönnt euch ein bisschen was. Ja, ich muss auch noch was essen, ne? Das ist gebraten. Hier ein bisschen Salz. Lachs, okay, das passt soweit. Jetzt haben wir hier allerdings ein bisschen Platz. Das ist ja schon mal okay. Können wir eben sortieren. Wir haben 4 Slots. Nimm mal ein bisschen Ale. Die leeren Flaschen nehmen wir natürlich für uns. Wie kann ich das ja erstmal da reinhauen? Das wir lassen natürlich die Kapuze auf, Leute. Was soll ich euch sagen? Zeig mal her. Ich vermute, dass wir nicht ausreichend Holz haben, um mehr Häuser zu bauen. Wir haben 40 Nahrung. Wir brauchen Pinie und Stein. Ach ja, warte mal. Wir haben ja Bergleute. Genau. Ja, gar nicht schlecht. Kein Arbeiter zugewiesen. Wie stand das hier nicht gerade? Ne, 000. Hier haben wir einen Jäger. Ja, ich weiß nicht. Sandstein und Stein... Wir machen das jetzt einfach mal und ich würde sagen, wir holen uns mal 2 Jäger.
Bergleute, Kräuterkundige, was bringen die mir? Die Bewohner deines Dorfes können als Kräuterkundige arbeiten und so für eine regelmäßige Versorgung an Kräutern sorgen. Wir haben die Alchemiewerkbank, oder wie das Ding heißt. Macht schon Sinn. Ja, Schilf ist natürlich auch zum Bau. Jetzt haben wir noch 3 verfügbar. Eine Taverne. Oder brauchen wir viel Krempel? Aber gut, ein Anfang ist gemacht. Gibt es denn noch irgendwelche Quests? Den Ruf erhöhen? Vielleicht schauen wir mal, wo wir hier irgendwie was haben. Hier unten. Warte mal, Wentbridge. Da. Wo war das da drüben? Weil da stand ja beim letzten Mal so mitten im Nirgendwo einfach so einer rum. Dann schauen wir uns den Typen an, schauen mal, was er zu sagen hat. Und vielleicht lässt er ja einen schmalen Taler für uns fallen. Damit wir uns dann schöne neue Sachen kaufen können. Ich sollte zusehen, dass ich ab und zu ein bisschen Holz besorge. Damit es daran nicht mangelt, falls wir dann tatsächlich mal ein neues Haus bauen. Und Stein, weil ich habe den Eindruck, Stein ist relativ selten. Außer natürlich, ich gehe mit der Spitzhacke einmal in dieses Stein, in den Steinbruch da oder in die Mine. Aber ich weiß nicht, ob man das so einfach bekommt. Jetzt machen wir es einmal so, holen ein bisschen Pinie. Da drüben haben wir diese Schurken und da oben, was haben wir denn da? Ein bisschen Schilf nehmen wir auch noch mit. Mal so, können wir alle was sehen. Aber hier war ich scheinbar schon. Was haben wir denn hier? Guck mal, das liegt hier einfach so rum. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir haben doch das Ding. Auf der 4? Wir machen mal Essen und Trinken auf 8, 9 und auf der 4 haben wir das Ding. Naja, tatsächlich. Okay, da fallen die Brocken so einzeln ab. Das ist für ihn weniger anstrengend als ein Baum fällen. Okay. Schauen wir mal, wie hoch sich das stacken lässt. Ah, das war's schon. Na? Nee? Hat er das schon aufgesammelt? Das habe ich nicht gesehen. Ach nee, da ist es. Was ist das denn gemeint? Okay, mine your first stone. Okay, das ist die Errungenschaft. Und hier war doch auch noch was. Sehr schön. Okay. So, jetzt können wir das wieder ausmachen und gehen rüber. Ja, wundert mich eh, dass Assassin's Creed nie auf Robin Hood zurückgegriffen hat. Also ich meine, das ist ja absolut das perfekte Thema, oder? So, schon allein die Kapuze, das alles. Ich kann mir vorstellen, dass es da lizenzrechtliche Probleme gibt, weil das ist ja alles so ein bisschen so eine eigene IP, Assassin's Creed, und das hat halt so Geschichts... Naja, es ist schon... Naja, aber das ist halt nicht geschützt, ne? Aber Robin Hood kann ich mir vorstellen, dass Ubisoft gesagt hat, nein, wir teilen nicht. Das ist unsere Idee. Aber ich meine nur, stellt euch mal vor, Assassin's Creed in so einem richtig schönen englischen Wald... Und dann richtig mit Bogen und der ganzen Geschichte. Muss gar nicht gigantisch groß sein. Muss einfach nur ein richtig schöner Wald sein. Wie bei The Witcher oder so. Hier, dich meinte ich. Theobald. Red or Foe? Beides. Depends what you think of King John and the Sheriff. One onto the pyre. The other to stoke the flames with. Friend. Very well. The name's Theobald. Good master. On a quest to find Cagane. On the road for months, all of us, the sheriff, may his part shrivel and fall off, has been a thorn in all our sides. Left my home in cinders, barely made it out with the family, gathered the rest of the people, and so through the woods we go, week after week. Cocaine, don't take offense, but that is a made-up place. Not made up, but legendary, and I shall find it. Besides, better to look for Cagane than to live where the sheriff rules. There's some right on your side. Perhaps you'll make a stay at my village. It's... I'll stop you there.
I thank you, but we continue on. The sooner we set out, the faster we'll... Damn it, what now? Spirits! Feel that skip! Gib euch gleich Spirits. Zack! Komm her, du Otto. Ah, da muss ich aufpassen. Nicht er, aber er. Genug gewolft. Ist hier noch einer? Nee. Ah, wie er wirklich Wolfsfell dabei hat. Ich schnapp ihm hier seine Kapuze. Na, ziemlich beeindruckend, was? Bleibt ruhig sitzen. Ich kümmere mich drum. Blasted savages. Normally we manage, but we've been on the road for some time and we'd be in dire straits if it weren't for you. I can't offer much. Hunger afflicts us too. But tell me your name, and anyone we meet will know its bearer is a good man and fierce warrior. I've no want for gold, nor do I seek admiration, but thank you. I am Robert of Locksley. Da steht nicht Robert. Thank you, Robert of Locksley. Da auch nicht. Leute, easy, 14% Ruf. Und ihr kommt nicht nochmal wieder. Die könnt ihr ja essen. Habt ihr mal DayZ gespielt? Na egal. So, jetzt gucken wir mal. Hier war nämlich noch was. Ich entferne erstmal die Markierung hier. Redstone Knoll. Source. Hier unten, schaut mal da. Genau. Ich glaube, wir sind aufgestiegen. Ja, auch sowas. So Kleinigkeiten, die in anderen Rollenspielen auf jeden Fall immer vorhanden sind, habe ich so den Eindruck. Irgendwie ein kleiner Pfeil, der oben rechts blinkt, wenn man Stufenaufstieg verfügbar hat. Oder irgendwie sowas. Wisst ihr, was ich meine? So ganz viele Kleinigkeiten fehlen hier noch so irgendwie. Aber alles in allem machen die das schon ganz richtig, so von der Base her. Die bräuchten ein bisschen bessere Grafik, so damit so ein bisschen mehr Atmosphäre aufkommt. Aber so rein vom Prinzip her finde ich das gar nicht verkehrt, was hier passiert. Das gefällt mir schon ganz gut. Haben wir ein paar Punkte? 6 sogar. Jetzt gucken wir mal eben. Hier unten können wir noch nicht hin. Wir können ordentlich zuschlagen. Chance auf Minenausbeute. Mehr vom Gleichen. Erhöht die Wirksamkeit der Effekte von heilenden Gegenständen. Chance auf Beute beim Holzfällen. Erhöht den Schaden, den du mit Pfeilen und Spezialtechniken mit dem Bogen verursachst. Verringert die Abnutzung des Bogens. Erhöht die maximale Gesundheit, plus 1. Erhöht die Wirksamkeit von Robins Block. Bogenschaden ist nicht verkehrt. Schwert-Spezialschaden, Schwertschaden. Ja, ich denke, das ist nicht verkehrt. Das machen wir mal so. Jetzt geht's weiter. Ja, das sieht am Anfang nach sehr vielen Skills in diesem Skilltree aus, aber man kann jedes Mal 3 oder 4 kaufen mit jedem Stufenaufstieg. Also das geht schon recht schnell. Von daher ist halt so ein bisschen die Frage, hätten das so viele sein müssen? Was ist das denn für ein Baum, sag mal? Na gut. Es hätten vielleicht nicht so viele sein sollen, aber ich glaube, die wollten natürlich, dass es in kleinen Stufen vorangeht. Aber vielleicht hätte es der ein oder andere Skill hier auch ausgelassen werden können. Schön habt ihr es hier. Was kann ich für dich tun, Rowan? Oh, I see you're planning a crusade. I've been on one already, and I don't recommend them. What's Sardin crusade? They don't want to pay us. I'd flog the whole lot of them, but I don't see myself as an outlaw. How lucky that I already happen to be one. May I help? It's been long since I believed in help without interest. Who are you? They call me Robin Hood, and my business is disrupting our so-called rightful rulers and helping those faced with injustice. Boss, we are the ones faced with, injustice, right? Blast you, Erlich. Yes, we're the ones faced with injustice. Listen, Robin, since that's what they call you. Days ago, we were whipping some poor cunts in the name of our good King John, yeah?
You seem like a bunch that knows how to whip, so I'll take your word for it. Exactly. And when the job was done, instead of handing us our gold, they rained arrows on us. Is that justice? Absolutely not. That's what I mean. Will you help us get our gold? I bet it's not the only thing held by the King's men in the nearby outpost. We'll be waiting for you here. The King's men and gold, you say? I won't be long. Don't make yourselves at home too much. Aber erst beklaue ich euch. Ah ja, das kann nicht schaden. Wir müssen bestimmt ein bisschen was essen. Ne? Naja. Okay, wir haben hier noch Platz. Zeig mal her. Wir haben gesagt, 8 und 9 ist was zu essen. Das war's schon wieder an der Stelle. Jetzt können wir was trinken. Dann geht's los. Achso, warte mal, wo will er mich denn haben eigentlich? Das hier? Ist doch schon wieder irgendwas. Lege dich nicht mit den Söldnern an. Finde die Bezahlung der Söldner. Ah, jetzt haben wir es. Dahin. ...420 Münzen für meinen Kopf. Ich vermute mal, wir gehen über die Brücke, ja. Go, 3, 4 Kämpfer. Töte die Feinde und halte den Konvoi auf. Muss ich das machen? It's the enemy. Ihr habt keine Chance, ihr Rüpel. Ich habe auf kritischen Schaden gelevelt. Na, komm her. Einer nach dem anderen. Den haben wir. Kurz Ausdauer. Ah, wie unfair du bist. Komm, hau ihn um. Komm, komm. Sehr gut. Währenddessen regeneriert sich auch die Ausdauer. Das ist schon mal was wert. Weg von den Pferden. Weh, du tust den Pferden was, mein Freund. Was? Einen von euch erstmal umhauen. Dann kümmere ich mich um den anderen. Sehr schön. Ausdauer nicht! Weg! Weg da! Erhol dich mal kurz. Easy. Okay. So, der erste Konvoi. Also Pferde sind im Spiel, ne? So ist nicht. Aber ich schätze mal fast, das ist einfach ein bisschen zu... ...zu aufwendig.
Was? Achso. Geschohlene Waren aus Barnsdale. Schriftrolle. Was da wohl draufsteht. Drücke die rechte Maustaste, um den Gegenstand zu verwenden. Ein Fertigkeitspunkt. Er ist ja 1A. Ich vermute mal, wir brauchen ein paar Pfeile. So, kann ich das Pferd jetzt irgendwie losschicken oder so? Nee, ne? Sehr gut, das hätten wir geschafft. Das war nicht mal unsere Mission. Wir ziehen weiter. Was haben wir denn hier? Da leuchtet doch was. Ach, warte mal, ist das hier nicht so ein typisches Tomb Raider-Rätsel? Tatsächlich. Das kennen wir wirklich aus jedem Uncharted und jedem Tomb Raider. Muss ich nur mal eben schauen, wo will er das denn haben? Ich kann mich leider währenddessen nicht drehen. Ich kann halt nicht sehen, der will das da drüben haben. Das würde ja schon Sinn machen. Was muss ich denn hier beleuchten? Ich komme hier nicht mehr raus. Ach doch. Ich dachte schon. Das macht zwar vielleicht keinen Sinn, aber ich will erstmal checken, wie das hier gemeint ist. Nee. Weil so ganz der Winkel ist es irgendwie nicht. Vielleicht ein bisschen daneben? Nee. Weil damit komme ich ja hier nicht weiter, ne? Ich kann den ja nicht... Ich müsste den ja noch weiter nach da drehen, damit ich den hier treffe. Irgendwas ergibt hier noch keinen Sinn. Oder haben wir noch mehr von den Dingern? Nee, ne? Geht das nicht? Ich müsste im Grunde so sein, aber dann trifft der Strahl nicht mehr. Was checke ich denn hier gerade nicht? Das ist das Maximum so weit. Und dann muss der Lichtstrahl auf den Knauf, nehme ich mal an, so wie das aussieht. Ist das wirklich so gedacht, dass das so super genau ist? Nee. Warte mal, warte mal, warte mal. Es muss wirklich super genau sein, ansonsten... Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Ich check nicht ganz, wo soll das denn überhaupt hin? Was will denn das Spiel von mir? Soll das da an den Knauf? Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll.
würde jetzt davon ausgehen, dass das da hin muss. Will es beleuchtet haben. Da hinten haben wir ich sehe es nicht. Ich weiß nicht, was er haben will. Ich kann mich leider hier auch nicht bewegen. Ich kann nur das Ding bewegen. Ich kann nicht mich umschauen. Jetzt? Ach so, okay. Ich dachte schon, ja, dahinter ist jetzt eine Kiste umgefallen. Oh, vielleicht lieber nicht. Ist das... Eins, zwei, drei, vier. Okay. Ja gut, okay. Ist das eine gute Idee? Ja. Was haben wir denn hier? Truhe von Meister Hugelin, Schmiedemeisters. Einzigartiges Material, voller Beutel Kiefernharz. Weitere Kette für 90. Ja, die Münzen lassen wir mal lieber hier liegen, ja, für den nächsten, der das löst. Wisst ihr, was wir immer noch nicht gemacht haben? Die Mission. Gegenstand, Gartentrank 7. Ah, hier ist deren Lager, da könnten aber ein paar mehr drin sein. Finde die Bezahlung der Söldner. Da sind aber wesentlich mehr drin. 3, 4... Ja, mit 4 komme ich vielleicht noch zurecht. Ich muss schauen, dass ich den... Ah, ich sehe es, glaube ich, da drüben. Ja, das war's. It's Robin! It's Robin! Ich gebe dir Robin! Yeah. Aua, bitte nicht! Ja, schon mal kein Angriff von hinten hier. Kommt her, ihr zotteligen Schurken. Ja, schön vorsichtig, schön vorsichtig. Ruhig, Leute, ruhig. Ich bin nur auf der Durchreise. Um zu töten. Geht nicht. Sehr cool. Alles gut, Jungs. Wir können über alles reden. Wir können... Aber nicht hier. Wir können über alles reden. Ist gut. Ist gut. Yes. Kannst du es wagen? Ich bin Robert von Locksley. Den haben wir auch. Zack. Und jetzt zu dir.
Oh, tatsächlich. Kopf ab, Leute. Ja, das geht immer besser. Auf jeden Fall ist es wichtig, das Schwert, den Schwertangriff zu leveln. Da merkt man schon einen Unterschied. Am Anfang war das so ein bisschen... Oh, hier gab es Einstein. Am Anfang war man so ein bisschen underpowered, habe ich so den Eindruck. Aber jetzt geht's langsam. Jetzt komme ich auch langsam so ins Kampfsystem rein. Was ziemlich wackelig ist, aber es geht eigentlich. Wir nehmen jeden Stein mit, den wir hier finden. Denn wir müssen Häuser bauen. Suchen wir nur noch die Bezahlung. Hier haben wir noch einen Bogenschützen. Aber erstmal schnappen wir uns ein bisschen Käse und Brot, eine Zwiebel und alles, was in diesem Fass hier ist. Alles meins, alles meins. Einstein. Da bist du ja. Oh, der Herr Baron kann ausweichen. Ja, ganz recht. Ich glaube, das war der letzte. Sack voller Münzen. Was ist das hier? Ah, Sonne. Lange nicht mehr gesehen, Leute. Ist das auch hier wieder? So ein Mechanismus? Stellt euch mal vor, dieser Sonnenstrahlmechanismus, so kommt hier nur bei euch zu Hause rein. Oh, Schloss knacken. Genau, der Dietrich ist durch, kann aufgebrochen werden. Das sagt ihr mir auch wie? Ich mache keinen Schaden. Ich weiß gar nicht. Die sagen das so, als wüsste ich, wie man das macht. Schade. Ich weiß nicht, ob da die Bezahlung drin ist. Wäre natürlich schlecht. Den Mechanismus. Oh, hier Alarmglocke. Ich weiß nicht, wie man das aufbricht. Wieso... Dem Mechanismus verriegelt. Da drüben ist das, was ich brauche. Wie komme ich hier rein? Was wollt ihr von mir? Aha. Das wollt ihr von mir. Da komme ich leider nicht ran. Tut mir leid. Warte mal, das ist doch ein Hebel. Wie haben die sich das denn gedacht? Alles sehr merkwürdig gemacht hier. Das geht. Völlig klar. Da bin ich. Gestohlene Waren aus Barnsdale, Leute. Nichts hält uns auf. Bezahlung der Söldner. Ja, was es hier mit der Truhe auf sich hat, kann ich leider nicht sagen. Ich weiß nicht, kann aufgebrochen werden. Ich wüsste leider nicht, wie. Naja gut, dann ist es halt so. Wir haben unsere Mission erfolgreich abgeschlossen und ziehen uns jetzt zurück. Wir haben Tod über das Land gebracht. Und möchten nun dafür belohnt werden. Ja, aber spielt sich gut. Also ich glaube, das ist so
so mal ganz nett für zwischendurch. Ich denke, das ist schön, so einen Indie-Entwickler irgendwie zu unterstützen. Die nennen sich Mean Astronauts. Das ist so ein bisschen, ja. Ich glaube, ich meine, ihr seht's ja, ja. Grafisch und so, das ist jetzt kein absoluter Burner irgendwie. Muss es auch nicht unbedingt sein. Aber ich finde so von den Mechaniken her und so und vom Umfang, so dieses Ganze mit dem Ruf und man baut das Dorf allmählich aus und man hilft den Leuten und so. Das ist schon ganz nett. Hier gibt es ein bisschen was zu tun. Kann man so ein bisschen rumstreunern. Es gibt ganz nette Charaktere so, die gut vertont sind, finde ich. Das ist nicht schlecht gemacht. John, Richard, no, Henry. That was a There you are. Robin in a hood. Alive? Well, got the gold. Safe and sound. And I've brought something back. Robin's actions bring hope to the poor and needy. However, they do not escape the attention of the Sheriff of Nottingham. It is known that one could hardly find a more formidable foe in the entire kingdom. Here's your gold, just as agreed. It should cover treatments for the men wounded by the arrows, too. It's a fair trade, Robin of the Sherwood Forests. I'll drink to your health at the tavern. May your path be straight. And the gold always weigh heavy on you. Take this too as a keepsake. You'll know how to make a cover similar to ours with it. Seems like you're rather fond of them. Farewell. Be well, Robin. Safe roads. Was hat er uns gegeben? Nichts scheinbar. Keine Ahnung. Wird mir leider nicht angezeigt. So, 20% schon. Hälfte haben wir geschafft von Barnsdale. Das ist ja schon mal ein ziemlich netter Anfang. Wir müssen da lang. Ist das... Ah, da ist mein Bett zu sehen. Okay. Dann kehren wir da eben mal zurück. Speichern. Und dann würde ich sagen, war das doch sehr erfolgreich. Wir haben ein bisschen was geschafft. Ich korrigiere, es war noch erfolgreicher. Oh, Goldarmband, was ist denn jetzt los? Easy. Sehr schön. Ach, da sind wir ja schon. Das war ja wirklich direkt um die Ecke. Gefühlt war ich jetzt 2 Tage unterwegs, aber das war ja wirklich... Direkt auf der anderen Seite. Möchte mir die Füße nicht nass machen, dankeschön. Und hier geht der Bau voran. Mit allem sind wir soweit fertig. Wir haben noch jede Menge Platz auf jeden Fall. Die großen Bäume reichen noch für die Häuser. Jetzt gucken wir mal. Ich glaube, wir haben immer noch nicht genug Steine. Was natürlich ein bisschen blöd ist. Können wir uns ein Haus leisten? Pini ist kein Problem. Steine, wie gesagt. Bergwerke, Robins Dorf, aber... Gut, das kriegen wir auch noch hin. Ansonsten verfügbare Arbeiter, das ist ganz gut. Wir haben Essen und so weiter, das passt soweit. Wir sehen mal zu, dass wir hier noch ein bisschen was reinhauen. Auch hier fehlt jetzt zum Beispiel sowas wie alles, was hier schon drin ist, rüberziehen. Möglicherweise ist das hier irgendwie, aber kochen, basteln, ja, das verkaufen wir halt alles, ne? Zeig mal her, wir gehen mal zum schlafenden Händler. Wolfsfell. Draht 50 Münzen.
jeden Fall. Halskette. Ciao. Oh, da haben wir sogar zwei von. Und dann hatten wir doch noch gestohlene Waren. 500 Münzen. Warte mal, ist das richtig? Kann beim Dorfschulzen gegen Ruf getauscht oder bei einem örtlichen Händler verkauft werden. Wir haben 2300, das ist eine ganze Menge. Ich weiß nicht, wo der Steward hier, wo haben wir den denn getroffen? Wird schon Sinn machen, das gegen Ruf einzutauschen, ne? Wenn das hier so das Ziel ist, weil wir haben hier Goldarmband. Das können wir verkaufen, wir haben auch genug Geld jetzt erstmal. 2500. Das ist schon ein bisschen was. Zeig mal her, wo haben wir denn den Vogel? Stallmeister. Ne, den haben wir, glaube ich, im anderen Dorf getroffen. Hier drüben, ne? Da ist er. Dann nehmen wir das auf jeden Fall mit fürs nächste Mal und... Und geben dem das, dann steigert das ein bisschen den Ruf. Das macht ja auch durchaus Sinn, gestohlene Waren zurückzubringen. Und davon haben wir zwei Kisten. Und dann passt das. Wir müssen ein bisschen was essen. Das bringt echt nur wenig, ne? Ja, das ist schon besser. Liebe Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal mit Robin Hood. Bis dahin. Ciao.